Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 8. November 2024. Jetzt muss ich schauen, ob ich hier wirklich aufnehme. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Warum habe ich hier keine Zeit? Irgendwas stimmt hier heute nicht. Mikrofon geht, aber ich nehme da auch auf. Ja, schreibt mal ja in den Chat, ob ihr mich hört. Das gibt's ja nicht, warum sehen das halt nicht? Ja, jetzt, ja. Okay. Ich habe da schon geschlafen, vielleicht liegt es daran. So, ich bin wieder da. Wir kommen zur Tagesenergie am 8. November. Entschuldigt, war ein bisschen holprig. Wir haben für morgen eine Manipulation der Freude. Wir haben wieder den weiblichen Aspekt, den haben wir derzeit auch öfter. Und wir haben die Vergangenheit. Okay. Also, gut, unser Haus brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Und zwar haben wir zwei Häuser, okay. Glaubenssätze und das Schöne, also schöne Dinge und Glaubenssätze haben wir in die Häuser. Daher. Ja, Freude sind schöne Dinge. Und da haben wir eine Manipulation drin, und zwar eine weibliche Manipulation, das heißt, die ist weit. Hat mit mehr emotionalen Sachen, mehr gefühlten Sachen zu tun, weil es der weibliche Aspekt ist, also der Mann ist das Tun, das weibliche ist das Fühlen. Und man darf keine Freude empfinden, das oder weil, das ist ja alles schief, ja genau. Das ist so ein Glaubenssätze, wir haben Glaubenssätze, das Schöne. Das ist so, typischer Glaubenssatz wäre in dem Zusammenhang, freu dich nicht zu früh, du weißt ja nicht, was kommt. Das ist so ein typischer Glaubenssatz. Und der verfolgt uns schon eine ganze Zeit. Mal gucken, was mit dem zu tun hat. Oh, das ist der männliche Abzeichen. Der, jetzt kommt. Hier kommt eine große Manipulation, die wir schon lange mit uns rumtragen. Mit rasant in unserer Welt. Hier ist der weibliche Aspekt, hier ist der männliche Aspekt. Heißt, betrifft Mann und Frau, betrifft ein Pärchen, betrifft ein Zusammensein mit zwei Energiefeldern, mit zwei Menschen, mit zwei verschiedenen Menschen. Kann auch Frau sein, aber die wirklich sehr unterschiedlich sind, oder, also mit zwei Menschen. Auch mit Partnerschaft, aber Partnerschaft im weitesten Sinne, denn diese Karte haben wir ja. Also wenn es jetzt speziell Partnerschaft angehen würde, bedeuten würde, würde sie liegen. Das ist also auch Partnerschaft, aber mehr das Zusammensein zwischen den Geschlechtern, sage ich jetzt mal, zwischen Mann und Frau. Das sind ja Gegensätze, die super ergänzen im Grunde. Und hier ist, das ist jetzt... Lass uns mal dazulegen, ohne dass ich das weiß, sehr unbekannte Wesen. Viele Frauen können Männer nicht verstehen, in dem Sinn, dass sie viel zu viel rein interpretieren, was der Mann ist und was der Mann denkt. Viele Männer verstehen die Frauen nicht, weil sie in den Augen der Frauen zu einfach sind. Und das ist jetzt nicht wertend, das ist überhaupt nichts, nicht Schlimmes, das gehört dazu. Ich sage immer, ein Mann ist wie eine Schachtel, das ist viereckig, das ist einfach. Bei dem ist grün und nicht lindgrün und grasgrün und zitronengrün und keine Ahnung wie grün, sondern grün. Also gegenüber des Denken der Frau ist der Mann eher einfach. Weil er geradlinig ist, weil er auf Ziele zugeht, weil er keine Umwege macht, keine Schnörkel hat. Er geht, da ist eine Tür, da geht er zu der Tür. Die Frau sieht eine Tür und schaut erstmal, sind da vielleicht noch Türen? Da könnte ja noch was sein. Der Mann sagt, ah, Tür, gehe ich hin. Das ist der Unterschied, und darum sieht die Frau, was weiß ich, da vielleicht noch einen Schatten einer Tür und verschiedene Facetten einer Tür, und der Mann sagt, das ist eine Tür, das ist mir doch egal, wie die ausschaut, oder, und geht drauf zu. Das ist so der Unterschied. Und darum ist für einen Mann grün, und die Frau sieht da, was weiß ich, wie Grüntöne, weil es ganz wichtig ist. Und das ist auch diese, was höre ich aus einem Satz raus. Da kommt zum Beispiel auch der Satz her, oder die Meinung her, dass
Wenn eine Frau Nein sagt, meint sie ja. Das glauben viele, das ist so ihr Glaube. Wenn eine Frau Nein sagt, meint sie ja, weil sie möchte umworben werden und, und. Das ist alles Quatsch. Aber eine Frau wägt ab. Eine Frau hat verschiedene Möglichkeiten. Sieht Sachen, die vielleicht auch gar nicht da sind. Und das hat. Eine Frau wirkt unentschlossen, aber ist sie vielleicht auch, aber aus dem Grund, weil sie so viele Möglichkeiten sieht. Sie möchte ja nichts verkehrt machen. Der Mann sieht eine oder sagen wir mal zwei, das ist das nicht ein Werten, ich meine das wirklich nicht böse. Der sieht eine Möglichkeit oder sieht zwei Möglichkeiten, wählt, ah, ich nehme das und geht darauf zu, Ende. Frau muss erstmal abwägen. Ihr weißt, das ist so der Unterschied und das ist das, was uns auch manipuliert. Gerade dieser Unterschied ist, was uns manipuliert, wo der Mann oft sagt, ich verstehe die Frau nicht. Und die Frau sagt, mein Mann, mein Partner versteht mich nicht. Und mein Partner ist überhaupt nicht romantisch. Denn er sieht in Romantik, okay, Pretty Woman. Pretty Woman kennen fast alle Frauen. Das ist ein sehr, sehr romantischer Film. Eine Hure wird zur Königin, sage ich jetzt mal, und so weiter. Aber darum lieben Frauen solche Filme, weil es die verschiedenen Facetten zeigt, was kann eine Frau aus sich machen, wie geht es, wie macht es ein Mann richtig, wie umgarnt er sie und bla bla bla. Und der Mann sieht da nur, ja, Honigtriefen drin und sagt, oh je, oh je. Der Mann sagt, ich liebe dich, meint das total ernst und ist das furchtbar romantisch. Und nach einem Jahr sagt die Frau, Schatz, liebst du mich immer noch? Dann sagt er, ja, natürlich, habe ich dir ja gesagt. Und die Frau hat es aber ein Jahr nicht mehr gehört. Für die Frau ist das ganz schlimm. Und der feine Mann sagt, ich habe es doch gesagt. Ich hab's dir gesagt, das ist es so. Ja, weil ich hoffe, ich bin ja kein guter Erklärer, ich höre schon. Aber ihr versteht, was ich meine. Und das ist so der Unterschied zwischen weiblich und männlich, so der grobe, und es gibt noch viele kleine, aber so der größte Unterschied. Und dieser Unterschied wird genutzt von allen möglichen Menschen, Mächten, Institutionen oder. Seit Psychologen wissen, dass es das Mann und Frau versteht und ticken. Nützt man das aus und genau das ist das, was hier Sache ist. Diese ganzen Vorurteile zwischen Frau und Mann, die immer noch da sind, die es immer noch gibt, die manipulieren. Was meinst du, warum eine Frau nicht so viel verdient wie ein Mann? Es ist einfach, weil es eine große Manipulation der Menschen ist, wenn man die Frauen, nein, wenn man die Menschen entfreien kann. Ich wollte jetzt sagen, wenn man die Frauen unterdrücken kann. Es ist einfach, eine Frau zu unterdrücken, rein von der Kraft her. Weil sie ja körperlich nicht so viel Kraft hat. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, also ich kann eine Frau mit Kraft unterdrücken, beherrschen. Folgedessen ist sie in der Männerwelt, und das meine ich jetzt alles bitte nicht werten, das ist alles so oben über drauf geklopft, nicht so viel wert. Weil sie ist ja nicht stark. Und das bezieht sich nicht nur auf den Körper, das bezieht sich dann immer auf alles. Eine Frau kann nichts und eine Frau ist nicht stark. Und man sieht auch, alle Vorteile einer Frau werden oder wurden im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende niedergemacht. Also eine Frau ist dann bloß noch gut für Kinder bekommen und Wäsche zu waschen, um ein Essen zu kochen. Die wurde so weit runter reduziert, weil es einfacher ist, ein Menschenteil zu beherrschen, in dem Fall die Frau. Dann sind die Männer so unter sich. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend und nicht böse. Das hat sich einfach so im Laufe der Jahrhunderte entwickelt, dass es am einfachsten ist und dass ich jeden Mann mit der Frau beherrschen kann. Es ist nämlich auch so. Denn wir sind nicht umsonst immer ein Pärchen und ich rede jetzt absolut von Mann und Frau. Wenn das heutzutage oder wenn das schon immer so war, dass auch Mann, Mann, Frau, sich zueinander gezogen fühlen können. Ist es ja genauso, da ist halt die Wesenheit dann genauso. Aber man kann einen Menschen super gut mit einem anderen Menschen, den er liebt, beherrschen. Und ja, so hat sich das halt herauskristallisiert. Und gerade dieses
dieses Mann-Frau-Ding, diese zwei Wesen, die man aufeinander hetzt. Das ist die große Manipulation, die auf der ganzen Welt ist. Da wird jede Freude blockiert in der Vergangenheit. Das wird ausgenutzt. Es wird hingestellt als eben die Frau, das Wesen, das man nicht verstehen kann, was kein Mann verstehen kann, was nicht stark ist, was nicht so viel wert ist und. Und in Sache Geld, in Sache Liebe, in Sache Emotionen. Du weißt, also hier ist ein großer Zweifel. Und das versucht man wieder auszunutzen. Genau das. Dieser Unterschied von Mann und Frau, wie man sie gegeneinander ausspielen kann und damit die Freude der Menschen an sich sehr zu drücken. Und mit diesem Drücken wird auch das Emotion, dass das materielle Leben blockiert. Wenn ich jetzt mal das ganz pragmatisch sehe, ganz weltlich sehe, ist, ja, du kannst einen Partner lieben von ganzem Herzen und sehr, sehr glücklich sein. Wenn es dann materiell nicht passt, sprechen wir von jetzt, wir leben zusammen in einer einzigen Zimmerwohnung, weil wir uns einfach nichts anderes leisten können. Das ist belastend. Am Anfang vielleicht nicht so, aber mit der Zeit. Und das ist eigentlich schon am Anfang belastend, aber das sieht man es nicht so. Denn man hat keinen Freiraum mehr. Man kann sich nicht entfalten, man hat keine Privatsphäre mehr und so weiter. Dann kann man sich noch so lieben. Es wird mit der Zeit belastend werden. Wie sehr belastend, kommt auf die Menschen drauf an. Aber das überstehen die wenigsten Partnerschaften, auch wenn man sich noch so liebt. Wenn das Materielle nicht passt, weil es sich im Leben ausdrückt. Weil es sich im Zusammenleben ausdrückt, ob man sich was leisten kann, ob man wirklich aufeinander sitzen muss, man sich nicht entfalten kann, weil man eben hinten und vorn sparen muss und. Sowas belastet einfach ein Pärchen. Es belastet jede Liebe, das Leben an sich. Und dieses kann jede Liebe erdrücken. Es ist einfach so. Also wie will ich jetzt überhaupt. Ich bin da niemand, der so romantisch in rosarote Brille schaut. Und natürlich habe ich mit 20 auch gesagt, das Geld ist mir sowas von egal. Hauptsache, ich liebe einen Menschen oder ein Mann ist an meiner Seite oder so. Und das habe ich auch so empfunden. Aber sobald dieses erste große Empfinden mal abflaut und du merkst, das Leben ist mehr als nur ein Partner und das nicht passt, belastet das. Es ist ganz logisch. Und sobald du Familie hast, und das ist halt einfach in einer Zweisamkeit, passiert das einfach, dass Familie kommt, dann wird es zweimal belastend. Und das ist genau das, was hier liegt. Die große Manipulation zwischen Mann und Frau, die Zwietracht sehen und damit die Lebensfreude zu nehmen. Weil auf Dauer nichts passt. Wenn ich einen Menschen Lebensfreude nehme, manipuliert, dann passt die Liebe auf Dauer nicht mehr, dann passt das Materielle auf Dauer nicht, dann passt das Leben und die Gesundheit und alles nichts auf Dauer. Und das hier fangen wir an zu bezweifeln. Wir bekommen hier große Hilfe, das endlich zu erkennen. Also wir werden am, was ist denn morgen für Tag? Freitag, oder? Ja, Gott sei Dank ist Freitag. Werden wir am Freitag wahrscheinlich ins Wochenende erleben, dass man uns das Leben wieder versauern will, uns wieder noch mehr belasten will. Und um eben Zwietracht zu sehen, um uns schwach zu machen, um uns führbar zu machen und so weiter. Und das ist im Großen so, Politik und so weiter. Es ist aber auch im Kleinen so, dass die Eltern zum Beispiel die Kinder manipulieren. Und bitte nicht werten, das ist einfach so, dass wir das immer gemacht haben und so gelernt haben. Und so weiter. Und wir fangen hier an zu zweifeln. Muss das so sein? Ist das so richtig? Oder darf ich mein Leben mit Freude genießen, ist egal mit wem und so weiter. Also das hier wird bezweifelt, hier kommt die Energie des Zweifels, die dich eben darüber nachdenken lässt, wie es bis jetzt war und ob es du weiter so haben willst. Und das ist einfach die Zeit, wir kommen immer mehr und mehr auf den Trichter, was man so über uns rüber gestülpt hat und was wir dadurch durch diese Manipulation im Leben alles nicht bekommen haben, was uns vorenthalten wurden, weil wir es gar nicht wussten, dass es überhaupt da ist. Denn wir wurden so manipuliert und jede Frau wurde manipuliert, dass sie, also versucht zu manipulieren, dass sie schwach ist, dass sie einen Beschützer braucht, dass sie auch finanziell allein gar nicht kann, sie braucht einen Partner, weil sie viel weniger verdient und. Und bei jedem Mann drüber gestülpt wurde,
Er muss ja der große Macher sein, und wenn er das nicht ist, dann ist er sowieso nichts wert. Er braucht Ellbogen, er muss sich wehren können, er muss seine Familie beschützen können, und. Also da wurde genauso viel manipuliert, wie man hier manipuliert hat, was sich dann gegenseitig aufwirkt, und das merken wir einfach. So, lange Rede, kurzer Sinn, fällt hier zu Ende. So, meine Lieben, jetzt kommen wir in die Energetische noch rein, und da ist im Endeffekt das Gleiche, und mir merkt selber heute, ich bin nicht gut drauf. Ja, macht der Stress halt ein bisschen auf, und ich habe auch geschlafen. Ich schaue jetzt trotzdem mal rein. Ich brauche die Energie vom 8. November. Und ich sehe hier ja eigentlich nicht verbranntes Gras, sondern also schon braunes Gras, aber weniger verbrannt. Es ist so ein bisschen schmierig, als wenn so, ja, schmieriges Gras, sage ich jetzt mal. Ja, die Tiere, die auf das Gras drauf sind, rutschen da immer wieder runter. Man kann das Leben, das Gras nicht, ah ja, man kann das Leben nicht ausnutzen, nicht auskosten, nicht emporklettern, weil wir hier immer wieder abrutschen, immer wieder auf die gleichen Fallen, sage ich jetzt mal, reinfallen. Und zeig mir das mal als Energie für den Menschen. Also als Mensch sehe ich, also mein Mensch steht hier in dem Park, wie er immer steht, und er steht auf so einem kleinen Kreis, auf so einen Kreis, und da ist praktisch das Gras auch so schmierig, und sobald der Schlitt gehen will, rutscht er da aus. Das heißt, er kann sich gerade mal in diesen Radius bewegen, weil alles andere viel zu rutschig ist, um zu gehen. Das heißt, wir erkennen im Leben, wie klein man uns gehalten hat, in was für einem kleinen Radius wir gelebt haben. Energetisch, dass es viel, viel mehr außerhalb von unserem Kreis geht, und dass wir diesen Kreis gehen dürfen. Wir dürfen ganz große Kreise schlagen, wir dürfen weit gehen und so weiter. Diese Manipulation, uns klein zu halten in einem Radius, in einem bestimmten Bereich des Lebens, in einem bestimmten Frequenzbereich, wollte man, weil hier Energie drauf liegt. Das ist ein ganz bestimmter Frequenzbereich, wo wir gehalten wurden, wo wir uns selber gehalten haben, wo wir nicht mal wussten, dass es einen anderen gibt und so weiter. Und das erkennen wir, fangen wir an zu zweifeln. Die Auswirkung ist eben Manipulation von Mann und Frau, Manipulation, wie man miteinander umgeht, dass man sich unwahrscheinlich gut ergänzt und dass das keine Schwäche ist, die Unterschiedlichkeit, sondern absolute Stärken für beiden und für ein Miteinander. Materiell habe ich schon gesagt, und damit jede Freude von uns blockiert wird. Da kommen wir immer und immer mehr drauf. Die Energie, die Bandbreite der Energie wird größer, unser Kreis wird größer, wir fangen an, größere Kreise zu schlagen, bekommen Hilfe, damit wir aus diesem kleinen Loch raus können und das Leben wirklich mehr und mehr genießen. Und das sind die Energien, die hier kommen, die uns das erkennen lassen, und erst wenn wir es erkennen, können wir aus diesem Kreis raustreten. Und Glaubenssätze das Schöne, ja, Glaubenssätze das Schöne, das ist genau das, was hier liegt. Denn ich glaube, in diesem Kreis hier bleiben zu müssen, und erkenne jetzt, dass das überhaupt nicht stimmt. Bekomme Hilfe, energetische Hilfe, körperliche Hilfe, aber auch geistige Hilfe, um das zu erkennen und abzustreifen. Das ist eine Sache, so als ich es erkannt habe, kann ich es ändern. Okay, lassen wir es so gut sein für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist.
Du kannst aber auch rausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.